Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Zenless Zone Zero. Ich hoffe, ich schneide das jetzt hier kurz raus. Ich habe irgendwie voll aufgestoßen und wollte das jetzt nicht mit aufnehmen. Deswegen habe ich mich nochmal begrüßt und so, ne? Und ja, ich habe diese Nebenquest mit diesem Bangbo hier, mit dem KK Rider hier, ne, erledigt. Und ja. Jetzt von einem Ort zum anderen gegangen, der wollte irgendwie auf der Baustelle von Bellabock hier Industries Arbeit suchen und so. Und so ein Masseuse hat er irgendwie gesucht, aber den hat er beinahe Rückhalt gebrochen. Und ja, war eine kleine unbedeutende Nebenquest, irgendwie nur um diese Katzenfunktion ja freizuschalten, wo du irgendwie so Nebenquest aktivieren kannst. Ne? Dann habe ich kurz gemacht und ja, jetzt scheint es hier weiter zu gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob eine Katze hinkommt oder so. Ach, guck mal, weißt du, redest von dem Vortrag der Sicherheitsbehörde. Keine Sorge, den habe ich noch im Hinterkopf. Und zufälligerweise hat die Sicherheitsbehörde am selben Tag die Monsterüberreste auf dem Platz gefunden. Lass uns die Tage die Sache mit der Videothek richtig vorarbeiten. Und wenn es soweit ist, gehen wir alle zusammen zum Lumina Platz. Wollen wir vielleicht etwas essen? Wow, ich war positiv überrascht, dass du dich daran erinnerst. Auf jeden Fall kümmerst du dich in den nächsten Tagen ein bisschen um die anderen Dinge, die anstehen. Ich habe schon fast alles erledigt. Ja, Handlungs, okay, ich wollte schon sagen. Sag jetzt nicht wieder, oh, du musst jetzt wieder ein paar Sachen machen, dann können wir weiter. Danach regelst du und Bell die Sache mit der Videothek und am Tag der Aktion. Weißt du, bist du bereit? Los, gehen wir zum Lumina-Platz. Und schon sagen, sag jetzt nicht wieder so, oh, du musst jetzt noch das und das machen und dann geht es erst weiter. So. Gucken wir mal. Ne? Oh. Das Geräusch ist mein. So viele Geräusche aus dem Controller. So, ich habe irgendwie Lucy getroffen auf dem Bellabock Heavy Industries Ort. Die hat da irgendwie mit jemandem geredet. Habe ich mal angesprochen auf Screen. Wollte ich jetzt nicht extra aufnehmen. Ich wollte es nochmal sagen. Sie ist da rumgelaufen. So, jetzt haben wir für ihn hier diese Nebenmission hier freigeschaltet, nachdem ich die Mission erledigt hat. Guck ich, damit er sich bewegte. Ist so gruselig, ey. So, und hier steht dann immer so, oh, gestern Nachmittag musstest du das und das machen, ne? Und dann musst du zu der Zeit da eingehen und da ist eine Quest und so. Und das ist der Job von links hier. Okay, da sind anscheinend habe ich alle Truhen gefunden an dem Ort. Das hier war für die Quest, die wir letztens angefangen haben, die habe ich auch screen fertig gemacht. Und ja, jetzt machen wir hier weiter. Da hinten steht jemand, der wichtig aussieht. Irgend so ein langer Lulatsch. Nee, das ich bin gar nicht. Ach so, er ist das von denen. Ich dachte, da wäre die Vorderseite. Er sah so komisch aus von hinten. So, hey, was geht? Na, sehen wir euch schon wieder. Jetzt kann schon was los. Halle, sieht ja auf freiem Himmel. Ich kann nicht sehen. Ich weiß nicht, wie man seine Augen öffnet. Was ist los? Rin, Akira, sumanu na. Ukettotta Hokokusho ni dou mo okashina tokoro ga aru.
Julian und Ginny gehen mit ernster Miene von dannen. Wir können nicht uns überall einmischen, okay? Mein Gott, ey, voll am Belauschen. Na gut, weiß hier, hier. Übrigens, als ich die Quest abgeschlossen hat mit diesen KK-Kollegen, da wurde ja irgendwie gesagt, ich soll zurück hier gehen, um zu Bell, um die Quest irgendwie fortzuschreiten, ne, um eine Story weiterzumachen. Aber irgendwie stand irgendwie sowas in dem Dialog im Sinne von, oh, ich muss Weiß Bescheid geben. Was komisch ist, weil ich bin Weiß. Also, weil ich, da war ein bisschen komisch. Weiß nicht, ob das auch schon wieder ein Fehler war, aber mein Gott. Diese Stelle kann perfekt von einer Mauer blockiert werden, ohne dass man Angst haben muss, entdeckt zu werden. Pütz, hörst du das? Suyan und Shinji scheinen schon über das zu reden, was gerade passiert ist. Straße außerhalb der Sicherheitsbehörde. Senpai, Moron hat die Zahl gegeben, aber ich glaube, dass er seine Organisation schon vorher unter Kontrolle hatte. Senpai hat Kikkai gesagt, aber was genau bedeutet das? Shuen Yu, vorhin im Hirobare gefundene Leichenwesen, erinnerst du dich? Natürlich. Die Zahlungen zu reparieren, sind wahrscheinlich heute Abend. Warten Sie kurz, Senpai. この2つの事件には関連がある。かもしれぬ。気づいたのだが、モロンが提供したいずれの座標を残骸を運ぶ自動輸送車の走行ルートと重なっておる。何ですって？モロンが持っておったあのEMP発生装置も車両のセキュリティに特化した改造がされていた。その上でうまく使えば、電装系を破壊せず、会場できることは実証済み。 組織が得てる物質用の密閉容器を仕入れたというモロンの証言から、治安局は奴らの狙いを大企業が希少なエーテル資源を運ぶ輸送車両と仮定した。が、実のところ、企業の輸送車両と治安局の自動輸送車は同じ型式なのだ。もしそうなら、自動輸送車が危険です。車両は今どこに？確認する。 Da müssen wir dann auch hin. Alles klar. EMP発生装置を手にルート上であらかじめ待ち伏せておけば証拠を持ち去るには十分な時間です。先輩、このことを局に報告しないとすぐに連絡を。 まあ待て、主演よ。フォローを走行する自動輸送車はフォロー内の構造変化などによってその場に一時停車することがままある。故に自動輸送車が襲撃された根拠はないのだぞ。この段階で報告したところで局は人を起こしたりせぬ。せいぜい規定にのっとり遠隔分析というあたりが関の山だ。 Also gehen wir da rein. Ne? Setup-Plan. つまり。 治安局に内通者がいるかもしれないと。ああ、まあ。今輸送車のことを報告すると、ヤブヘビになりかねない。あ、それは不向き定違反ですよ。あ、これは自主編、別。 glaube ich nicht. Aber wenn, dann wäre es ein gutes Zeichen, dass sie der nächste Charakter wäre. Nächste 5-Sterne-Charakter.
aber glaube ich nicht. Man hat ja zwei Sicherheitsbehörden Charaktere hintereinander. Im selben Moment. Oh Mann. Okay, damit wurde irgendwie gelöst, ob sie spielbar ist oder nicht. Jetzt, weil jetzt ist wahrscheinlich sie wieder spielbar. Ne. Also wir haben jetzt ganz einfach locker die abgehört, was sie gesagt haben. Das ist irgendwie so komisch, ey. Obwohl Soyan und Jin die disziplinierte Offizierinnen sind, würde es die beiden überfordern, die Sache alleine zu untersuchen. Zudem sind die beiden für uns von entscheidender Bedeutung. Wir dürfen nicht in die falschen Hände geraten. Weiß, lass uns schnell nach Hause gehen. Das hatte dieses Thema schützen, dann in die Höhle helfen. Ja, muss mir nicht erklären. Ich habe das schon vom Weiten kommen gesehen. So, warte mal. Ich habe übrigens hier mal Lucy hochgelevelt. Ich habe meine heutigen Dinger ja verballert. Ich konnte sie einmal befördern und die Erfahrungspunkte, die wir aus den letzten Quests bekommen haben, haben schon gereicht, sie auf Level 30 zu bringen. Und da habe ich sie schon befördert. Habe ich noch Punkte hier, sich überhaupt? Ne. Also ja, sie ist jetzt auch auf einem Level. Finde ich gut. Sie ist auf dem gleichen Level wie so ein akzeptables Level. Level 33, das ist noch akzeptabel mittlerweile, ne? Ja gut, gehen wir da rein. So, habe ich überhaupt hier alles? Ja, ne. So, ja, Level 33. So, ich habe noch gar nicht auf Level schwierig gespielt, die anderen Dinger. Ja, auch schon lange. Ja, die andere ist nicht spielbar, verdammt. Perfekt, Level 33. So, ich brauche einen Support-Charakter, sie Support-Charakter, ne? Noch entweder Feuer oder Ether, würde ich sagen, ne? Was machen wir mal, Nicole? Weil, was? Warum sie nicht auch, wenn eine andere Figur in der Truppe dieselbe Attribut oder dieselbe Fraktion wie die Figur hat? Attribut. Also ja. Ah nee, dann kriege ich ja nur zwei Punkte, ne? Sie bekommt, wenn eine andere Support-Charakter dabei ist. Und sie bekommt, wenn die gleiche Element, ja nicht Element, Attribut, ne? Ah. Also würde ich vielleicht noch jemand anderen. So, ne? Ja, weiß nicht. Wird schon klappen. So, Nicole ist also 40, mein Gott. So, habe ich aber das neue Bangbo ausgerüstet? Ich glaube nicht, ne? Ich habe ja schon, ja, Bangbo für Anbi habe ich ja auch ausgerüstet und hochgelevelt. Ich glaube, ich habe da nicht ausgerüstet gerade. Ah, nee, wir kriegen einen automatisch. Ich glaube, wir haben sogar diesen KK-Typen, ne? Das ist ja dieser Sicherheitsbehörde. Jedes Bangbo ist ja irgendwie assoziiert mit irgendeiner Fraktion oder Element oder Typ oder irgendwie sowas. Dieser Butler hier, dieses Butler Bango, den ich als erstes bekommen habe, ist zum Beispiel mit den Dings hier. Diesen Hausmeiz hier von Corin und so. Und die was zu tun mit. Ja,
Ja, Spuren im Schnee. Spuren im Schnee und Sand, so wie du gesagt hast. Währenddessen im Studio. Kannst du eine Abkürzung finden, Ferry? Das kommt so komisch rüber. Gut. Ja. Du musst mir nicht erklären, wie die Dinger funktionieren. Die haben wir letztens schon gemacht. Ich könnte euch jetzt mal als Andrea. Was machen diese Zahnräder? Ja. So habe ich auffällig. Ja, wir sind nicht gerade sehr subtil, ne? Was, dieses Ding funktioniert nicht? Ah, jetzt funktioniert es. Das ist ein Wunder. Dann machen wir fertig. Ich hatte tatsächlich eine andere Wahl hier. Meine Güte. So. Ich sag, für dieses irgendwie eine Annäherung oder irgendwas. So. Na ja, stimmt. Also sieht mehr oder weniger so. Du hast Billy. Ja, jetzt ist das egal. So, ich meine mit. Mit Nicole im Team wird das hier eigentlich ziemlich einfach, weil sie schon der 40 ist. Ich kann die auch treten. Ist das nicht ein bisschen krass, dass sie so schnell angreift? Warum sollte ich ja Pistolen benutzen, wenn ich einfach mit Lichtgeschwindigkeit zuschlagen kann? Shinji nimmt den Schlüssel und entriegelt den Wagen. Von der Perspektive sieht sie irgendwie voll komisch aus. Wenn man ihre Haare von vorne sieht. すでに証拠品を持ち去っていましたか。そうではないと見せかけるために、わざわざこんなものまで用意して、盗むだけではなく、ハンドの目も欺こうとしていたみたいですね。あの怪物には、どうやら人に知られてはならぬ秘密があるようだ。
Ja, was ist los? Ein Kugler kommt von dem kleinen Mauer in der Höhe in der Nähe und trifft den Beweiswagen. Nein, nicht normale Gegner. Die Stimme kenne ich. Okay, wen wollt ihr fertig machen? Wow, da seid ihr ja schon. Na, zeig euch mal was. Ich habe nicht mal da rausgefunden. Wenn man zum Beispiel Dreieck drückt, dann macht sie ja dieses schwarze Loch, ne? Ihren Spezialangriff, ne? Und ich habe herausgefunden, wenn man den Controller irgendwie dreht, während sie halt macht, dann macht sie den ja. Dann setzt sie sich hin und macht irgendwie den da. Mir ist halt irgendwie offscreen ein paar Mal passiert und ich habe mich gewundert, was das ist. Und nachdem ich ein bisschen selber herum experimentiert habe, ich gemerkt, was das war, wie man das macht. Und ich weiß nicht genau, was das hier für einen Sinn hat. Was ich mal mache, ist, ich mache erstmal den, ja. Und dann mache ich den, ja. Ich nehme an, das ist dafür da, um mehrmals Schaden zu machen, ne? Weil wenn sie sich zweimal auflädt, macht sie natürlich zweimal Schaden, ne? Wenn sie vor Gegnern steht, ne? Aber als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich überall bei ihren Moves und so umgeschaut, um zu gucken, wie man das macht, aber nirgendwo stand was, bis ich das irgendwie selber herausgefunden habe. Also ich weiß nicht, ob dieser Move irgendwie, wenn sie sich auf ihren Koffer sitzt, mehr Schaden macht oder irgendwie sowas. Aber ich mache das jetzt immer, wenn ich ihren Angriff einsetze. Ich weiß nicht, ob das mehr Schaden macht, aber ich mache das einfach. Irgendeinen Sinn muss das ja haben, ne? Ich finde nur merkwürdig, dass da nirgendwo verzeichnet ist irgendwie in ihrer Steuerung oder so. Oder das Spiel mir halt nicht sagt, irgendwie so in ihrem Tutorial. Währenddessen im Studio. Danke, Ferry. Ach, ich schaffe das schon. Rosetto. Danke, weil das hat Fell gerade wohl, würde ich gesagt. Ich werde den Weg finden, die beiden zwar. Mein Gott, ich will Gegner werden schon nicht sein. Na, guck mal, wir schaffen das doch, allen auszuweichen. Okay, vielleicht auch nicht. Bitte? Brauch noch keine Hilfe, Mann. Okay, das sind vielleicht ein paar Gegner. Mehr. Na gut. Das ist doch kein Problem. Sind doch nur Level 33. Diese Rallyes waren schwieriger. Oh mein Gott. Ja, danke für diese Angriff, macht voll viel Schaden. Sie macht halt mehrmals Schaden, ne? So. Ja. Ja, alles was man machen muss, ist während des Aufladens den Controller hier im Kreis zu drehen. Ja, weil so Bremsanimation cool. So. Sag ich ja, Bangbus und diese beiden, ne, die sind weg. Ich
Nein, du machst mir die ganze Zeit Schaden. Kannst du mal aufhören. Und durch immerhin die große Geschütze aufhören. Striker. Oh. Ja, die sagt einmal Destova, ne? Ich glaube, Destova ist doch irgendwie so eine Ladylike-Version von Destro, ne? Die wir meistens so von Prinzessinnen oder so benutzt, ne? So, hier, aber wie ist sie nochmal? Von Fire Emblem Three Houses, Constance, ne? Die immer diese Lache gemacht hat, die hat auch immer Destro war gesagt. So, well, beruhige. Komm schon klar, meine Güte. Wir haben Knarren und die anderen nicht, obwohl die anderen können auch schossen. Die haben auch geschossen, ne? Ganz unauffällig. Es wäre nur die Existenz eines Proxy Spies geben. して遠隔通信状況下において治安官2名を現在のエリアから離脱させられる確率は 87.1% です。ですが、飢餓の戦力差が極めて大きいため、目標の周辺環境をリアルタイムに把握できない遠隔通信では、失敗のリスクが急速に高まることがありえます。つまり、周縁さんと陳員の安全を確保したいなら、お兄ちゃんがプロ騎士として同行するしかないってこと？皇帝ですが、マスターを治安官の面前に立たせることは比較的大きな安全上のリスクをはらんでいます。もうほんとめんどくさいんだから。シュエンさんとチーンが治安官じゃなかったら何にも迷うことないのに。Dann werden die wohl sterben. Wir sollten nicht zögern. Macht doch nicht alle an den Kopf. Wir sind Protagonisten. Was wir machen, ist immer richtig. Außerdem, wenn wir alle zusammenarbeiten. ピンチを乗り越えられるだけじゃなく、盗まれた証拠品も取り返せるかもしれない。皇帝、マスターの考えは合理的です。それもそうだね。なら早速、二人を助けに行こう。いかん、行くも戻るも敵が完全に塞いでおるぞ。どうにかして注意をそらさぬ限り活路を見出すことはできぬな。 Nein, tu das nicht. Senpai、何バカなこと言ってるんですか。フォローへ調査に入ることを癌として譲らなかったのは我だ。我が思いとどまっていれば、主までも危険にさらすことはなかった。それに我は人の身にあらず。 Aha.
私はあなたの上官ですよ。今日のことで席を追うべき者がいるとすれば、それは私です。あなたの身体機能は私より優れています。一人だけ逃がすとしたら、より生還する確率の高いあなたであるべきです。Oh, Leute, wartet einfach ein paar Minuten. 今は言い争っている場合では。Genau, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt zum Schreiten. Das ist die Stimme Gottes. Ich habe einen Lösungsvorschlag. Also wir sind dieser weltberühmte Hacker, aber wir haben nicht irgendwie so einen Stimmverzerrer oder so. Ich kann euch nicht überzeugen, mir zu vertrauen. Ich werde euch eine Gelegenheit verschaffen. Da ehrlich. Die Landung war das, ne? Na, schade. Oh, was zum? Was ist hier gerade los? Ja. T-Posen war. Ich bin der Auserwählte. 我らが白銀重工の通報を受けたとき、主は陰で全てを見ていたのだな。ああ、しゃあ、まさにタップスやです。そうだな。あの日僕はフォローで白銀重工がなくしたものを探すのを手伝っていた。でもその奥で思いがけずあの怪物に出くわしたんだ。君たちと同じように僕もあの怪物には裏があると思った。あれの背後に隠された陰謀と僕がずっと追いかけていることが関係している可能性があるんだ。つまり私たちを助けたのは、証拠品が無事ハンドに渡り怪物の真相が明らかにされることをあなたも期待しているからと。そういうことなんですね。 Genau, und es ist noch nicht zu spät. そういうことだ。証拠品を取り返したいなら今からでもまだ遅くはない。治安官要請マニュアル173ページ。緊急事態発生時、治安官は市民を身元調査なしで
協力者に任命できる。先輩、それは。Wir haben das gleiche Ziel. わかりました。確かに今はあれこれ質問している場合じゃないですから。パイトン、正式に私たちへの協力をお願いします。でもあなたも見た通り、敵は明らかに万全の体制で襲ってきています。今の戦力で彼らと正面からぶつかるのは無謀です。 Keine Sorge, überlass das mir. Fehlen manchmal irgendwie einige Linien von meinem Hauptcharakter. Aber manchmal sieht er irgendwie so aus, als fehlen irgendwie einige Zeichenlinien an einigen Cutscenes. Okay, mir ist noch nie aufgefallen, diese Dinger, die haben ja irgendwie diese roten Dinger, die haben ja immer so Schrauben an den Seiten, ne? Da ist links und rechts, das heißt, so hier geht zum Beispiel nach oben als nächstes, das ist mir noch nie aufgefallen, hier geht es nach oben und links, ja, ist mir noch nie aufgefallen. Da sieht man sozusagen, wo es das nächste zweite geht. Oh Mann. Okay. Lass uns zuerst die Hinweise notieren. Anschluss an den Denkraum von Shinji, um Sicherheit sind zu versuchen, zu können. Okay, warum geht's hier auf einmal so? Also, das soll ich machen. Na, sehen wir eher Roboterfähigkeiten oder was? Okay, das ist cool. Das ist jetzt so ein kleiner Speicherbereich, den ich hier habe, oder was? Ja, dann soll ich erstmal alle hier sammeln, ne, bevor wir hier weitermachen, ne? Okay. So. Jazzmusik. So, wird sein. Nein. Da komme ich an die Wand. Dann muss ich da links hin, nehme ich an, ne? Vorher da links, alles klar. Dann muss ich so, genau. Like Jazz. So. Oh, alle Leute geheilt. Was hier unten? Nichts.
So. Diese Entdeckung zählt. Okay, steig in die Fahrkabine. Ich weiß, sollten wir vielleicht durchlesen. Verkehrsarten. So, dann schauen wir mal, was da los ist. In der Nähe des Tatorts befinden sich ein Schwer-Kfz-Werkzeugkasten und ein Gabelstapel, der nicht korrodiert wurde. Daraus lässt sich folgende Schlüsse ziehen. Was sind die Täter? Wie sind die Täter hierher gekommen? Ein Fallschirm. Sie sind geschwommen. Warte mal, geht doch. Sie sind mit dem Auto gefahren. Aber ich dachte, die Autos sind jetzt alle im Eimer. Ups, ich dachte, da passiert irgendwas, wenn ich da reingehe. So. Der Gabelstapel am Tatort ist durch den EMP beschädigt worden und funktioniert nicht mehr. In der Nähe des Tatorts befinden sich mehrere schwer erkennbare Fußabdrücke. Die Frage ist, wie haben die Täter den Tatort verlassen? Zu Fuß. Was? Ja, wegen Fußabdrücke. Warum ist das eine Frage? Das ist doch... Das steht doch wortwörtlich da. Was? In alte Aufzeichnung bringt es folgende vor. Nee, Status befindet sich ein illegal modifizierter und stark beschädigter Bangbo. Diese Information ist sehr nützlich. In Verbindung mit der Inhalt der Aufzeichnung bringt es folgende Frage auf. Wem gehört das beschädigte Bangbo? Ein illegal modifizierter und stark beschädigtes Bangbo. Den Tätern. Okay, da war schon ein bisschen. Alle. Okay, wenn alle Hinweise und Schlussfolgerungen, die wir bisher gefunden haben, miteinander vergleichen, wo könnten die Täter jetzt sein? Sie haben die Höhe schon verlassen, sie sind beim Beweiswagen. Na gut, sie haben die Höhe schon verlassen. Oh mein Gott, nicht weit weg von dir. Was ist denn da für eine Schlussfolgerung? Sie könnten überall sein, irgendwo hier in der Nähe. Das ist irgendwie sehr ungenau. Leg los. Du befindest dich in der Rekonstruktion des Falls. Die Wiedergabe wird angehalten, nachdem ein Clip zu Ende gespielt wurde. Wenn ein Clip angehalten wurde, kannst du ihn nach Belieben erkunden. Okay. Okay. Warum soll ich jetzt hier erkunden? Was soll ich jetzt hier erkunden, wenn er angehalten wird? Der Aufnahme klickt zeigt wichtige Hinweise an.
Wiederkunde deiner Umgebung. Hier war gerade eine Truhe, habe ich gesehen. Ups. Bei genauer Betrachtung scheint der Vorbeobachtung den Weg zu gehen. Das schwere Bilden, das sein Ding soll gleich dahinter sein. Nach der Wurde sollst du dir deinen Ort noch mal genau ansehen. Wenn du suchst, das wird der Clip blau. Okay. Okay, ist ja Truhen, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Weiß er, wir tun ja nur Leute abhören irgendwie in letzter Zeit. Boah. Boah. 5-4-3-2-1, ja. Das war. Nein. Master, Genjitsukai, Chosani Modorokotoga Kanodes. Okay. Hanin Tachiba Dokokara Tachisataka. Ja. Ups. Aber jetzt weiß ich ja, dass da eine Truhe ist. Und da auch. Na, wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Hm. Ne, warte mal hier, ne? Ich erst nur jetzt dahin, wenn ich das gemacht habe, da konnte ich davor auch schon hin. So, 5-4-3-2-1. So, meine Güte. Ja, er sagt mir wahrscheinlich, wie ich das jetzt machen soll, ne? Was eben Hilfe zu finden. Oh Mann. Rechts, oben, links. Oben, rechts, oben, links. Okay. Okay. Okay, oben, rechts und dann links. Boah, wenn du mir jetzt sagst, dann wollte ich doch gar nicht mehr merken.
Mein Gott. Was? Da war aber vorher nicht. Er war schon direkt auf der linken Seite, oder? Okay, egal. So. Was sind das hier für Sachen? Die sehen alle neu aus. Dann muss man das erstmal beseitigen. Ja, alles klar. So. Ah, das ist hier links. Letzte Probe. Oder Date oder was auch immer. Na, ich sehe es. Ah, da sind sie. Alles klar. Alles klar. Jetzt werden wir die angezeigt. Und da sind sie dann. Die waren ja schon vorhin da angezeigt eigentlich. So, das ist das letzte Ding. Ausgezeichnet. Sind wir gleich hier fertig, nehme ich an, ne? So, Hallöchen, Leute. Wie geht's, wie steht's? Na? Ihr seid verhaftet. Okay. So. Mein Gott, hat voll lange gedauert, habe ich so Gefühl. Erstmal schießen. Was? Komm mal, warte mal. Was? Wir haben gerade noch zwei Leute. Wow. Und auf diese Weise kann man irgendwie doppelt Schaden machen mit ihr. Ich denke mal, ist der Sinn von der Attacke? Ich weiß nicht. Ich habe sie ja nirgendwo gefunden, deswegen weiß ich nicht, was diese Attacke macht. So, leider. Wo bist du denn? Ich kenne dich gar nicht. Wo kommt diese Explosion her? Von diesem Bangbuch oder was? Oh ja, schnell, komm her, schnell, komm her, schnell. Hey, ins Gesicht! Boah. Und zack. Okay. Dann die Beweise, ja, wollte ich gerade sagen. Wo versuchen wir die Beweise jetzt nochmal? Was machen wir die eigentlich nochmal? Es gibt einen Höhlenausgang in der Nähe. Ein paar Minuten später.
Senpai. Der Gusch war meine Meile. Tja, dann trennen sich wohl unsere Wege. このパイトン、本日はご協力に感謝します。 Die Zwangung geht davon und verschwindet schon bald aus dem Blickfeld. Mann, hab ich schon wieder Falsches gesagt.今の言葉怪しいところがあったと思わぬか。怪しいところ、そうですよ。パイトンが証拠品のすり替えに気づいたのはてっきりホローで輸送車を監視してたからだと思ってました。でもその場合、そこに治安官が来たら命令か何かだと思いますもんね。普通あの口ぶりからすると私たちがホローの外でしていたやり取りも知っていたみたいですね。 Mann. Ja, sowas von schon herausgefunden. Ein Richtmeeting Besitzer, wer ich bin. So, ich habe bald mal wieder hier unser Level erhöhen, ne? Ich meine, ich bin noch weit entfernt. Ich glaube, ich muss erst Level 40 erreichen, aber ich hoffe, wir können irgendwann die Mission hier freischalten. Ein paar Tage später. Aber ich glaube nicht. Die Hauptmission, die war Level 33. Also ich glaube nicht, wenn das so schnell gehen wird. Sicherheitsbehörde schon wieder? Ich hoffe, wir werden heute mal fertig mit diesem Kapitel oder so. Ein guter Schluss nämlich. Wird jetzt hier nicht wieder aufhören und damit ein paar Tage ja nicht weitermachen. Ich würde gerne heute alles fertig machen. Sollen wir nicht wenigstens nach ihren Kontaktinformationen fragen? Collector's Edition? Gute Idee. なんといってもラストで主人公が上官に逆らって住民を守りに行く映画だからね。お兄ちゃん、二人はもうすぐ出発しちゃうみたいだから、私たちも急いで行かないと。うん、だからちょっとあれはもうめでイベントとね。 Weil ich Farbe von ihm. Wenn man das mal erweitern ein bisschen, ne? Ich würde am liebsten natürlich alles noch erledigt haben und das nächste Kapitel schon mal hier irgendwie ankratzen oder keine Ahnung, irgendwie schon mal davor sein, das starten zu können. So, hey, wir wollen uns nur von euch verabschieden. Sie nach ihrer Abwesenheit während des Seminars fragen.
どうして最後はメガネをかけた治安官さんが？妹は君に質問するのを心から楽しみにしていたんだ。それが顔さえ見られないなんて。アリビ。ごめんなさい。あの日は急に先輩と厄介な事件の担当になりまして、詳しく教えることはできないんですが、見事解決しましたよ。あなたたちが六分が EMP 事件の。Oh Gott, Shinji weiß sowas von Bescheid, ne? くれたおかげです。そうだったんだ。解決できてよかったね。Wir haben ein Geschenk für euch. そうそう。二人にプレゼントを持ってきたんだ。治安官が主役の映画なんだけど。気持ちはとても嬉しいです。ただ治安局の規定でこうしたものを市民から。Ah, ist ein Geschenk der Freunde. ですが、ランダムプレイの顧客として買い取らせてもらっていいでしょうか。Aber natürlich. もちろんさ。毎度ありがとうございます。お兄ちゃん、主演さんたちは出発の準備があるみたいだし、ここらで置いとましとかない？ついでにこの辺をブラブラして、この間からの悲願になってる美味しいご飯を食べないと。ルミナ文書に臨時派遣されて、こんなにたくさんのことが起こるなんて。Wenn wir die beiden nie wiedersehen, außer in Events oder so, so läuft halt normalerweise mit Mioyo spielen. Werden sein so fade. Okay, das ist aber halt ein Gedichtes, ne? Ja. もしもし、珍しいわね。こんな昼間にかけてくるなんて。今日は忙しくないの？Es geht heute mit dir? Hey. われらの卒業アルバムを眺めて。Sie ist auch ein spielbarer Charakter irgendwann bestimmt. 卒アルなんて、また変な修行でもしているんじゃないでしょうね。ああ、これは写真を頼りに往年の同輩全員の名を思い出そうという修行だ。時に主演。Ich glaube, ihre englische Synchronsprecherin, da habe ich irgendwie gehört, ist irgendwie eine Stimme von Ruby. Also ein Charakter von Ruby, ich weiß nicht mehr welchen. Vielleicht Blake, weil das war auch ein Katzenmädchen. Mit schwarzen Haaren. Irgendwie so, irgendein Charakter von Ruby. Ist, glaube ich, ihre englische Synchronsprecherin. Makoto no Melon to Melon aji no ame no yōu na mono ka? Melon no Melon lalis. Dōchira mo Melon no aji ga suru toyū mono wa ōi. Kataya, watashi no kau Melon wa amakatta tameshi ga nai. Sore demo watashi wa Makoto no Melon wo konomu. Omae ga Makoto no seigi wo motomeru yōu ni, Melon to wa Melon nano da. Soko ni kesshite itsuwari wa nai kara na. Miyabi nari ni hagemashite kurete ru no ne.ありがとう。で、どうしてハンドにいるあなたが知っているの？私が局から処分を受けたこと。白銀重工が発見した正体不明の怪物がロッカに回ってきたからだ。私の情報官からも知らせがあった。近々詳しく聞き取りをするため、お前にはうちの課まで足を運んでもらうそうだ。あの証拠品はあなたたちのところに？Ich frage mich, ob hier auch irgendwann ein Raiden Shogun Charakter vorkommt. So wie Acho oder Honkai Star Rail. Wahrscheinlich irgendwie immer ein Charakter zu sein, der in jedem Spiel vorkommt. Also ein langes, so ein Charakter mit langen, lilanen Haaren. Die voll badass ist. Und ein langes Schwert hat. どれとも合致しなかったのでな。都市の外から来た身分登録のない人間という線もあるが、お前はどう見る？犯人はフォローに入ることも厭わず、証拠品を奪おうとした。あの死体にはきっと何か秘密があるわ。少なくともその男、全くの無名の輩というわけではないはずよ。同感だ。だが今のところこの謎を解く鍵は見つかっていない。情報ありがとう、みやび。また近いうちに。あ、それでは。すみません、先輩。
お待たせしました。今しがたの電話、断片から察するにハンドの方で調べていた証拠品の件、進展があったのであろう。ええ、何やら重要そうな発見があったとか。その一方で不可解な謎も増えてはいますが、とりあえず乗りましょう先輩。詳しい話は道中で。うむ、行くとするか。Okay. In der Nacht in einem Sitzungsraum des Reviers der Sicherheitsbehörde im Bezirk Janus. Na Gott, das hört sich sehr nach Story an, ja. Ach, da war doch die eine. Voll böse war, ne? それは違うわ、パールマンさん。バックハイリアを住民ごと吹き飛ばすのは、ich wusste, die ist irgendwie noch wichtig. あなたの技術顧問、die haben irgendwie viel zu schnell besiegt, irgendwie. Aber diese eine Olle, also mit den ganzen Leuten aus dem Gebäude rausgekommen sind, mit Nicole und dem Cunning erst, ne? そんな根拠のない妄想に判事が耳を傾けるとでも妄想だとならはっきり言ってやろう。私が握っていると言ったらどうする。貴様とその背後にいるやつがビジョンの爆破未遂に一枚噛んでいたと証明できる絶対的な証拠。パールマンの話聞いてたかしら。しつこい男は嫌いだけど、彼の切り札は本物と言わざるを得ないわ。楽しんでいないような口ぶりだな。まさか。私は真剣に私たちの協力関係を心配してるの。で、これからどうするつもり？彼のお願いを聞いてあげるの？Wer ist das? Die wieder nach Kerst mit Bell nach Hause zurück. Hey, wenn es um leckeres und geschwindiges Essen geht, ist Feuertopf immer die beste Option. Na, bist du jetzt zufrieden? Achso, ich dachte, wir tun wortwörtlich, weil ich will mal ein Foto davon machen. Wir sehen Bell irgendwie nie in den Klamotten. Ja, vollkommen zufrieden. Besonders auch nach dem Essen am Ufer, am Spaziergang zu gehen, ist wirklich angenehm. Ich dachte jetzt, wir haben ja so eine Katze, wie als wir Nudeln gegessen haben. Warum bist du heute nicht zu müde zum Laufen? Weise, gehen und hetzen sind zwei Paar Schuhe. Haben die wortwörtliche Weiß hier zu Weise übersetzt? Boah, Leute. Wenn du zu vernünftig bist, wirst du zu viel Freude am Leben verlieren. Ich habe so das Gefühl, die deutsche Synchro nicht so ernst genommen, die Übersetzung. Ja, okay, dagegen kann ich nichts sagen. Übrigens, beim nächsten Einkauf nicht vergessen, noch ein paar Kassetten von Mission Unthinkable nachzu. Mission Unthinkable. Ich verstehe. Jetzt habe ich gesagt, ich glaube, den Kassettennamen habe ich schon früher gelesen, aber jetzt verstehe ich es erst. Gut, hoppla, es ist schon spät. Lass uns lieber ins Bett gehen. Weiß ich, gehe jetzt auf mein Zimmer. Gute Nacht. Als du auf deinem weichen Bett liegst, entspannt sich in Augenblick deine von vielen laufenden, ermüdeten Beine.
Jetzt nie gedacht, dass ihr euch jemals mit den Sicherheitsoffizieren anfreunden wird. Die Sicherheitsbehörde und nicht länger ist nicht länger im Besitz der Beweise und Zhu Xuan und die anderen dürfen nicht mehr Gefahr ausgesetzt sein, ins Visier von Bösewichte zu geraten. Aber die Hinweise, es gibt noch andere Hinweise. Bevor ich versieht, falls du in einen tiefen Schlaf, bei dem sich dein Körper vor Erschöpfung erholt, von Erschöpfung erholt. Okay. Wenn ich mir den Zeitplan so anschaue, kann ich es heute eher ruhig angehen lassen. Die Agentengeschichte Eiserne Hexe 1 von Grace wurde aufgezeichnet und ist im Videoarchiv verfügbar. Oh. Richte einen heutigen Zeitplan ein. Okay. Na, Interlude und Kapitelpause. Richte den heutigen Zeitplan ein. Wie mache ich das? So, zum. Ich den heutigen Zeitplan an. Wie mache ich das? Ja, ne? Push-Inhalte. Was? Ist irgendwas Neues? Das mache ich. Okay, einige Quests anscheinend. Ich. Erkennt man die irgendwie, wenn die blauen Text haben, ne? Okay, ich nehme an, wir haben ja was zu tun. Also ich habe was zu tun auf Screen. Kann ich skippen jetzt? Hier kann man nämlich die Zeit überspringen, habe ich gemerkt. Wenn ich diesen PlayStation-Knopf drücke. Gut, aber ich würde dann sagen, dann mache ich hier Feierabend, ne? Ich muss wahrscheinlich wieder erst ein paar Quests machen, bis es hier in der Story weitergeht, ne? Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter, ne? Da schließt der Sonnenauftrag im Phaetons Chronik ab. Die wir noch nicht haben, werden aber noch nicht angezeigt, ne? Okay, wir haben glaube ich eine Story Quest hier freigeschaltet für Grace, die müssen wir auch mal machen irgendwann, ne? Hier die. Durchschnittliche Gegnerstufe 35 müssen wir auch mal machen irgendwann, ne? Von See haben wir auch, ne? Durchschnittliche Gegnerstufe 28, boah. Ich weiß nicht, wie das hier ablaufen wird, hier mit den Level 15. Ja, da müssen wir mal weitermachen, ja, ne? Aber ich verstehe nicht, was der Sinn davon ist, so. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht sagen wir mal irgendwann mal. Ich will erstmal in der Story weitermachen, ne? Obwohl, ehrlich gesagt, muss ich nicht unbedingt in der Story weitermachen. Ich würde aber eher hier meine Stufe irgendwie bald wieder erhöhen, ne? So, ich nehme an, er hier hat irgendwie was mit der Dings zu tun, mit der Aktion, genau. So, sind die synchronisiert? Nee, ne? Letzte Zeit habe ich das Gefühl, dass am Eingang des Parkplatzes etwas Seltsames abspielt. Leuchtende Farben, seltsame Ohren, immer wieder Blitz. Ohren? Ja, obwohl ich mir echt Mühe geben und den Verdächtigen aufgelaut habe, habe ich den Typen immer noch nicht erwischt. Erst wird es weiterhin versuchen. Ja, es ist ein zufälliger Junge und falls es am Parkplatzeingang wirklich irgendeine seltsame Begegnung geben sollte. Aber nach einem Weilchen gibt es keinen Anhaltspunkt. Und gehst du bei und sprich mit dir über den Auftrag. In der Zeit geschehen vier seltsame Dinge. Weiß, ich habe im Internet einen neuen Auftrag gefunden. Worum geht's? Der Auftrag besteht zwar nur darin, einen Rekord aus einer Höhe zu holen, aber der Übergabeort der versprochene Zusatzvergütung sind. Also die haben wir jetzt natürlich ausgemacht. Wenn die nicht hier mit Dialogen und so verzerrt sind, dann ja. Werden die jetzt nicht so wichtig sein. Ich meine, die werden wahrscheinlich ein bisschen wichtig sein, aber oh, genau. Er hat auch erwähnt, dass ich in letzter Zeit selbst mal auf dem Parkplatz auch noch etwas. Der Auftraggeber hat gesagt, dass er persönlich eine Zusatzvergütung verschicken würde. Ja, ist Event, da gibt es eine Menge Belohnung. Ich weiß, werde ich schon machen, aber auf Screen. So gut, dann würde ich sagen, ich mache hier für heute Feierabend, ne? Beim nächsten Mal geht es dann wieder weiter in der Story, ne? Und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, bis zum nächsten Mal habe ich schon Level 38 erreicht, ne? Kriege ich durch die Events auch Dingspunkte? Internetpunkte? Nö. Aber Geld und viele konzentrative Sachen. So, Flammenchips. Damit könnte ich. Das ist ja perfekt, dann könnte ich ja Lucy hier. Ah, nee, das ist von jedem Element. Okay.
Ja, gerade Zeugs, ne? Gerade Stanley, gerade Erfahrungspunkte. Das ist immer gut, ne? Also wie halt wie bei Genshin und bei Honkai Star Rail mit den Events, ne? So, ach ja, jetzt gibt es ja jeden Tag diese Dinger. Weil ich ja noch nicht genug von den Dingern habe, ne? So, kann ich mich jetzt hier amüsieren und rumlaufen erstmal? Und dann hat das Spiel sagt, ey, das darfst du nicht. Aber ich glaube, ich habe jetzt gerade wieder Freiraum ein bisschen, ne? Hier sind ein paar Quests aufgetaucht, so wie das ausschaut. Na gut, dann werde ich hier wieder alles erledigen. Und dann, wenn sich hier was... Wenn sich hier was getan hat, dann sehe ich euch beim nächsten Mal wieder, ne? Wenn wir vielleicht in der Story weitermachen oder so, ne? Keine Ahnung. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Da ist Anton. Wenn ihr hinterlasst, ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao!